Schau dir das an. Hot Candy Bacon. Total einfach gemachte, wenige Zutaten und dafür richtig Geschmack. Hörst dir an. Geil. Und wenn du so einen geilen Hot Candy Bacon machen willst, brauchst du dafür folgende Zutaten, die stehen hier oder liegen bei uns auf dem Tisch. Was brauchen wir? Natürlich, wir brauchen Bacon. Und zwar nehmen wir nicht nur dünne Baconscheiben, sondern wir nehmen richtigen Bacon. Also richtig schönen, dicken Baconscheiben. Lässt du dir vom Metzger einmal runterschneiden und dann bist du zufrieden. Dann brauchen wir ein bisschen Rohrzucker. Hier drin ist Mirin, also so eine Würzsoße. Dann brauchen wir ein bisschen Barbecue Rub deiner Wahl. Kannst du nehmen, was du willst. Ein bisschen Hoisinsoße. Und Honig. Und natürlich nicht nur Candy Bacon, sondern Hot Candy Bacon. Dafür brauchen wir rote Chili und zum Abschluss noch ein bisschen Zitronenzeste. Da brauchen wir ein bisschen von so einer Bio-Zitrone einfach die Schale, damit wir noch ein bisschen mehr Kick reinkriegen. Was müssen wir machen? Wir müssen einmal unseren Grill volle Pulle hochheizen. Den machen wir gleich nochmal ein bisschen sauber und dann regulieren wir den. Und in der Zwischenzeit, wo unser Grill hochheizt, werden wir jetzt hier unseren Bacon vorbereiten. Das Rezept ist so genial wie genial einfach. Was müssen wir machen? Wir müssten auf unseren Bacon einfach ein bisschen Rohrzucker streuen. Nicht zu wenig. Da darf schon ein bisschen was drauf. Weil wir wollen den ja richtig schön karamellisieren lassen und der soll ja ein bisschen süß werden. Also das machen wir von beiden Seiten. Einmal drehen. So, jetzt haben wir hier eine Schüssel, jetzt müssen wir unsere Zutaten zusammenmischen. Und zwar haben wir einmal Mirinsoße, das sind ungefähr 4 Teelöffel. Die machen wir jetzt hier in unsere kleine Schüssel halt rein. Und dann haben wir Honig, das sind auch genau 4 Teelöffel. Die kommt auch mit da rein. Und dann haben wir Hoisinsoße und das ist nur maximal 1 Teelöffel, also so halber bis 1 Teelöffel, weil sonst wird das Ganze ein bisschen zu heftig, das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja eher die Süße halt haben. Und jetzt nimmst du das einfach und mischst es einmal homogen durch. Bis es ungefähr so aussieht. So wollen wir das, so brauchen wir das. Und bevor wir jetzt unsere Paste drauf streichen, brauchen wir noch natürlich ein bisschen Gewürz. Nehmen wir einfach ein Barbecue-Gewürz deiner Wahl und dann kommt da ordentlich was drauf auf unserem Bacon, auch wieder von beiden Seiten, ganz wichtig, weil wir wollen beide Seiten voller Geschmack. Ein bisschen andrücken, dann drehen wir das Ganze um. Und jetzt nehmen wir unsere Würzpaste, unsere Würzmischung und dann kommt hier ordentlich was drauf. Das machen wir jetzt nur an der Oberseite, weil der Bacon ja dann gleich auf den Grill kommt. Und wenn wir den dann später nochmal drehen, haben wir dann nochmal ein bisschen was da. Da können wir es dann quasi von der jetzt Unterseite dann als Oberseite auch nochmal bestreichen. Was fehlt natürlich noch? Der heißt ja nicht Bacon oder Candy Bacon, sondern Hot Candy Bacon. Deswegen brauchen wir jetzt hier eine schöne Chili. Stärke oder Schärfe deiner Wahl kannst du aussuchen. Die ist jetzt hier ein kleines bisschen schärfer. Und da schneiden wir uns jetzt einfach so ein paar Ringe runter. Die Ringe, die legst du dir einfach auf den Bacon oben drauf. Und da haben wir es eigentlich auch schon. Jetzt machen wir uns mal kurz unseren Grill noch ein bisschen sauber. Und dann würde ich sagen, kommt der Manuel einfach jetzt hier mal vorgehuscht mit seiner Kamera. Und dann können wir unser Bacon nämlich auflegen. Der Grill ist sauber. Was wir jetzt gemacht haben, einmal die mittlere Zone oder den mittleren Ring ausgeschaltet, weil wir wollen indirekt jetzt erstmal, was wir brauchen, ist Hitze. Also den drehen wir jetzt relativ hoch, weil unser Bacon ja nicht gerade sehr dünn ist. Von daher brauchen wir Hitze. Jetzt schieben wir das hier einmal auf unsere Schaufel und dann kommt der Hot Candy Bacon einfach auf die indirekte Zone von unserem Grill. Und dann machen wir unseren Grill zu und jetzt darf unser Hot Candy Bacon so lange grillen, bis ich sage, das ist fertig. Wann es soweit ist, siehst du jetzt. 10 Minuten später, jetzt sind wir soweit. Also, jetzt machen wir unseren Grill auf und schauen direkt mal rein.
Jetzt haben wir nur eine Seite, die sieht natürlich von oben richtig geil aus und genau so muss es sein. Richtig knacken und ploppen muss es. Also jetzt nehmen wir unser Candy, Hot Candy Bacon und drehen den einmal um. Und nein, es ist nicht schwarz. Ja, es ist schwarz. Aber so ein Candy Bacon oder so ein Bacon muss doch so ein bisschen Farbe kriegen. So, was müssen wir jetzt noch machen? Wir haben den einmal umgedreht. Habe ich euch gesagt, die Rückseite und was jetzt die Oberseite ist, die tun wir natürlich auch noch ein bisschen bestreichen, beträufeln mit unserer Würzpaste. Da darf natürlich auch noch was drauf. Und auch da machen wir jetzt einfach noch ein paar geschnittene Chilis drauf. Ja, ist heiß. Warm. Okay. Aber wer heiß anderen kann, auch heiß lieben. Der kann auch heiß lieben. Guck mal, Ja, du musst die ganz dicht aneinander machen. langsam ich das mache. Oh, schön. Deckel wieder zu. Jetzt würde ich sagen, warten wir ungefähr noch 5, 6 Minuten und dann machen wir wieder auf. Wenn du das ganze Rezept nachmachen willst, kannst du es gerne tun. Und zwar hier unten steht es für dich auf mgbarbecue.de. Kannst du es nachlesen, ausdrucken, abspeichern, sogar als PDF. Und jetzt geht's weiter. 6 Minuten sind um, also wir haben genau 16 Minuten. Haben wir 10 Minuten am Anfang gehabt? Ja, genau. Wir haben genau 16 Minuten. Jetzt machen wir hier den Deckel auf und schalten unseren Grill ab, denn unser Hot Candy Bacon ist jetzt fertig. Das heißt, wir nehmen ihn jetzt hier einmal runter und legen den auf unser Brett. So, was fehlt jetzt noch auf unser Hot Candy Bacon? Fehlt jetzt einfach noch ein bisschen Fresh. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach eine kleine Bio-Zitrone, Microplane, also eine ganz feine Reiber. Und dann kommt einfach nur ein kleines bisschen rüber. Also nicht zu viel. Einfach nur, wir wollen ein bisschen Geschmack haben, ein bisschen Fresh haben. Also reibst du da einfach nur ein bisschen Zitronenzeste rüber. Reicht schon. Mehr brauchen wir gar nicht. So, und jetzt würde ich sagen, steht der Manuel gleich neben mir und dann wird geschmatzt. Meine Damen und Herren, jetzt darf ich da sein. Das Ding soll scharf sein. Ich schmatze schon ein bisschen. Aber richtig lecker. Die richtige Mischung zwischen Süße und Schärfe. Einfach lecker. Einfach geil. Oder? Es ist gar nicht so krass scharf. Aber die Zitrone dafür drauf finde ich geil. Mega. Stabil. Dieses Video ist mal was ganz Einfaches. Aber wer liebt denn keinen Schweinebauch? Oder wer liebt denn kein Becken? Wir können da einfach nicht Nein sagen. Sieht man ja auch an unserer Figur. Aber es ist halt einfach geil. Und man lebt auch wirklich nur einmal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns mega darüber freuen. Da oben steht's. Was denn? Man lebt jeden Tag, man stirbt nur einmal. Das ist auch gut. Das ist gut. Da oben steht's. Liken, kommentieren und abonnieren. Würden wir uns mega darüber freuen. Wir machen nicht nur 2 Videos die Woche, mal am Mittwoch um 16 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr, sondern wir haben auch einen Instagram-Kanal. Kannst du unbedingt folgen. Werden immer mehr Leute, die uns da folgen. Finden wir mega cool. Und sogar eine WhatsApp-Gruppe, wo ab jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr kommt. Vielleicht. Ich hab mir das offen gelassen. Also, wir bedanken uns für deinen Support und wir sehen uns wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt M. G. Barbecue. Barbecue.